Der gute Michael, bitteschön. Nee, ist gar nicht Michael, ne? Schaban, bitteschön. Nee, Schaban ist. Achso, Afan. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Bitteschön. Ich hätte mal eine Frage, und zwar zu den Körperteilen rasieren. Darf man alle Körperteile rasieren oder gibt es nur Ausnahmen mit Bart und Haare? Wenn jetzt jemand zum Beispiel an den Armen starken Haarwuchs hat oder an den Beinen, ob man das dann kürzen kann, darf. Wie ist das, wenn jemand einen starken Haarwuchs an den Armen hat oder sonst was? Alhamdulillah, der braucht kein T-Shirt mehr. Auf jeden Fall, Achil Karim, die Gelehrten haben die Haare in drei Kategorien eingeteilt. Es gibt Haare, die sind verboten zu rasieren. Welche Haare sind das bei einem Mann? Die Barthaare. Die Barthaare, richtig. Ja, das ist klar. Das ist klar. Dann gibt es Haare, die sind beliebt zu entfernen. Welche sind das? Achselhaare. Achselhaare. Intim. Intimbereich. Und dann gibt es Haare, darüber hat die Sunna geschwiegen. Das heißt, wir haben keine religiösen Urteile. Wie zum Beispiel Haare auf der Brust, beim Mann, ja. Haare auf der Brust oder auf dem Rücken oder Beinhaare. Ich meine, ein Mann sollte ein Mann bleiben. Klar. Wirklich klar? Ja, Alhamdulillah, geht, auf jeden Fall. Es geht nur um euer starken Haarwuchs. Okay, wenn eine Person jetzt wirklich nicht mehr zu sehen ist, du denkst, er hat einen Overall an, ja, zum Beispiel. Wie ist das? Man kann inshallah die Haare reduzieren, wie in der Tat. Ist überhaupt kein Problem. Aber allgemein, es gibt ja Leute, der will aussehen wie eine Frau. Das hat schon einen Sinn, warum ein Mann ist und eine Frau ist. Und subhanallah, man sollte auch hier, was männlich bleiben, möge Allah uns bewahren.